Wir kommen jetzt zu einem der finalen Schritte, was dieses Teil hier heute ausmachen wird. Und zwar, ach, das ist doch nur so knapp. Oh. Es gibt so manche Materialien, die verarbeite ich einfach nicht so gern. Ein Beispiel werde ich euch jetzt einmal zeigen. Plexiglas. Plexiglas ist vergleichsweise teuer. Vor allen Dingen dann, wenn man mal wirklich so einen Meter, zwei Meter langen Streifen braucht, da muss man eine große Platte kaufen und die sind gar nicht mal so günstig, wenn man dann auch eine etwas dickere Stärke haben möchte. Außerdem muss man da so ein bisschen aufpassen, dass man das gut lagert, weil sonst kommen Kratzer rein und dann wird dieses teure Material nicht mehr so viel wert sein oder man kann es nicht mehr so gut benutzen, weil wir halt hier so einen unschönen Kratzer in dieser Oberfläche haben. Also, ich habe ein paar Reste an Plexiglas hier, die würden aber nicht ausreichen für das heutige Projekt. Deswegen habe ich mir was ausgedacht, was ich so noch nicht wirklich gesehen habe. Worum es darum geht, werdet ihr am Ende vom Video erfahren, denn dann werde ich es euch natürlich wie immer auch fertig zeigen. Aber damit das erst jetzt mal stattfinden kann, müssen wir hinten an diese wunderschöne Maschine und ein bisschen wunderschönes Nussbaum aufschneiden. Deutschen Nussbaum, genau, bestimmt 40 Jahre abgelagert, weil ich es in der alten Schreinerei damals mit aufgekauft habe. Ganz vergessen zu zeigen, das heutige Projekt hat was mit diesen Streifen hier auf sich. Das ist der Guide, wie man tausende Leute im Internet komplett wirres macht, wenn man komplett behämmert im Kopf ist. Obwohl die Bohlen so komplett rund sind, kann man die mit dieser Zugsäge oder mit der Pendelsäge immer noch sehr, sehr einfach und sicher zuschneiden. Ich habe mich jetzt gerade dazu entschieden, dass ich nicht alles aus deutscher Walnuss machen werde, sondern auch einen Teil aus Eichenholz. Das ist Eichenholz vom Kollegen von mir, der hat einen Holzhandel aufgemacht. Wenn deren Webseite schon Stand der Dinge online ist, werde ich es euch natürlich verlinken. Wie gesagt, im Saarland ein Holzhandel rund ums Holz. Ich habe hier so einen feinen Haarriss und den werde ich jetzt mit so einem schwarzen Kit ausfüllen. Das Ganze kann dann ganz entspannt über das komplette Wochenende trocknen, weil ich muss gleich noch einen Drechselkurs für morgen vorbereiten, denn morgen ist Samstag und dann ist das jetzt gerade eine passende Zeit. Ich werde dann noch gerade, weil sich das bei dem Stück hier anbietet, auch mal ausprobieren, wie dick ich diesen Spachtel hier auftragen kann. Ich habe nämlich hier dieses große Astloch. Da will ich das nämlich dann auch mal komplett auskitten mit. Geil aussehen könnte das ja schon, ne? Ich bezweifle ja, dass das doch eine gute Idee war. Oh Scheiße, Alter, das gute Zeichen. Naja, probieren geht über studieren, ne? So, neuer Tag, neues Glück. Heute ist ein Montag und ihr seht, hier sind drei Stücke Holz. Zwei sind noch von letzter Woche. Hier dieses Stück Eichenholz habe ich jetzt doch noch mal neu hergerichtet. Warum, zeige ich euch jetzt. Eigentlich habe ich es mir schon fast gedacht, ich habe den Kit zu dick aufgetragen. Der ist jetzt noch nicht komplett ausgehärtet, weswegen ich damit jetzt nicht direkt weitermachen kann. Also unten drunter sieht es eigentlich schon ganz gut aus. Genau, aber ich werde jetzt das hier trocknen lassen, denn ich habe sowieso noch bald ein Projekt, dann sollte ich das hier dafür ganz gut benutzen können. Also, wir können jetzt alles auf die fertigen Maße schneiden. Generell zeichne ich fast zu jedem Projekt mittlerweile eine simple SketchUp-Zeichnung. Und wenn ihr Lust drauf habt oder wenn sich ein paar Leute finden, die auch mal ein paar Projekte nachbauen wollen, dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr Lust auf die Baupläne hättet. Das ist ein bisschen Aufwand. Ich würde euch dann die SketchUp-Datei zukommen lassen, dass ihr halt eben das Ganze an eurem Computer anschauen könnt und könnt sehen, okay, so groß habe ich es gemacht. Das Ganze wäre dann halt eben for free. Aber da müssen sich, wie gesagt, ein paar Leute melden, die dann halt eben auch Lust drauf haben.
So Leute, das sieht doch mal einfach cool aus. Ne? Wir haben hier den Ruby-Frästisch. Die Fräser sind mittlerweile eigentlich größtenteils so eingebaut, wie ich sie bei den meisten Projekten brauche. Das bedeutet, das Setup ist sehr, sehr schnell. Die Absaugung ist jetzt so, wie dieses Setup aufgestellt ist, auch super gut, weil wir haben hinten den Absaugtrichter, der schräg dazu verläuft. Wir haben unten den Absaugtrichter, hier haben wir den eigenen Anschlag. Und das kam auch, wie sagt man, out of the box war das alles perfekt eingestellt, damit das hier auch bündig mit dem Tisch ist. Das sind solche Feinjustierungen und das ermöglicht es mir halt eben jetzt, das hier sehr, sehr einfach und sehr genau fräsen zu können. Ich zeige euch einmal, wie es aussieht. Ich habe mir alles entsprechend eingestellt. Gerade haben wir ja hier diese 19 Grad Schräge geschnitten. Hier ist jetzt noch ein Stück übergeblieben, was wir jetzt noch wegfräsen müssen. Da muss nämlich später halt eben was reinkommen. Der Anschlag ist ganz oben geblieben, reicht auch perfekt von der Höhe her. Das heißt, den musste ich gar nicht umstellen, nur die Breite musste ich einstellen. Und jetzt können wir das Ganze natürlich fräsen. Die Kanten sind ja noch sägerau, die werden wir jetzt hier an der Tischfräse schleifen. Dafür muss ich einfach die Tischfräse einmal einstellen. Das bedeutet einmal den Vorschubapparat. Oh, das muss hier oben drauf bleiben. Einmal den Vorschubapparat einstellen. Und dann können wir einfach diese sägerauen Kanten schleifen. Ich weiß, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man es schleifen kann. Man könnte es auch einmal abrichten, dann muss man nur noch wenig schleifen. Aber hier zwei, drei Durchgänge schätze ich mal. Da sollte es hier schon ideal geschliffen sein. Und ich will sowieso ein bisschen noch hier die Tischfräse testen. Das heißt, es kommt eigentlich gerade gelegen. Eine Woche ist vergangen. So sieht das Teil jetzt aus und ich denke, hier wären so ein paar 45 Grad Phasen ganz cool. Deswegen machen wir das jetzt. Ich werde euch dazu auch einen Trick zeigen. Also ich hoffe mal, dass der Trick auch aufgeht. Aber dafür brauchen wir erstmal ein anderes Sägeblatt. Dubi, 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 du. Dabba, dabba. Also, wir müssen da jetzt ein bisschen was schneiden und ich will von der Kante hier 25 mm eine Schräge anschneiden. Jetzt kann man das natürlich an der Säge machen, also so wie wir es auch gleich machen werden. Aber so die Einstellung will ich mal ein bisschen einfach machen, weil da gibt es so eine Sache, die man halt eben für sich anwenden kann. Weil die Säge, die dreht sich immer genau an dem Punkt. Das bedeutet, wir können im Prinzip im Anschlag, mit dem wir sowieso arbeiten müssen, das Ganze jetzt ausrichten und dann erst das Sägeblatt auf 45 Grad wenden, dass wir genau am Säge, dass wir genau mit dem Anschlag alles einstellen. Ich probiere es aus und dann zeige ich es euch. Also, 25 mm von der Seite will ich eine Phase schneiden. Ich ziehe hier zunächst mal meinen Anschlag nach hinten, damit dann später der Abschnitt sich nicht hier verkalkt nach vorne düst. Ich will 25 mm von der Seite, das bedeutet 25 minus 3 mm Sägeblattbreite. Also stellen wir hier 22 ein. Und das müsste im Prinzip genau unser Maß jetzt sein, dass wir das gleich entsprechend phasen können, weil das Sägeblatt, also der Zahn hier, der wird sich genau an der Stelle halt eben so drehen, dass der Punkt da jetzt bei bleibt. Die Kamera etwas möglichst schwierig erkläre. Ja. Ich habe hier ein paar Teile ausgesucht, die ein paar Haarrisse haben. Das ist gar kein Problem. Ich werde jetzt ein bisschen Easyfix anmischen, kann das Ganze ausspachteln. Das ist so ein Feinspachtel und die Farbe kommt auch schon relativ gut zum Eichenholz hin. Das heißt, in dem Fall muss ich nichts einfärben, das passt dann soweit. Und das Gute ist, ich mache sowieso gleich Mittag, die Ofenkartoffeln sind im Ofen. Das heißt, nach einer halben Stunde kann ich dann nach der Mittagspause dann hier direkt weitermachen. Genau. Und dann sehen hier diese Risse auch wirklich nicht mehr schlimm aus. Ich habe diesen Feinspachtel bei einem vergangenen Projekt benutzt und da habe ich echt so viel davon angemischt. Also nicht so an Menge, aber wirklich so oft. Und das ist halt eben das Schöne. Normalerweise ist dieser Zwei-Komponenten-Spachtel, dieser Feinspachtel, den kennt man vielleicht aus anderen Gebinden. Da hat man da nicht so die ideale Mischung. Hier haben wir halt eben alles fertig vorbereitet, dass wir es nur noch ausdrücken müssen.
können es hier aufdrücken, können es halt eben entsprechend vermischen. Und das macht es halt eben ein gutes Stück einfacher. Ich weiß nicht, wie gut man es auf der Kamera erkennen kann, aber nachdem hier der Spachtel einmal schon übergezogen wurde, da erkennt man schon fast gar keinen Riss mehr. Und wie gesagt, es geht halt jetzt auch schnell. Das war mir jetzt in dem Fall wichtig. Ich will jetzt heute das Ganze relativ weit nach vorne bringen, weil ich letzte Woche da nicht so viel an dem Projekt arbeiten konnte. Schön! Halbe Stunde warten. Und da haben wir es auch schon. Damit das Ganze auch geheim wird, müssen wir hier eine Nut fräsen. Alles ist mit 120 geschliffen, jetzt können wir das Teil mal zusammenfeuern. Da freue ich mich schon die ganze Zeit, seit anderthalb Wochen. Aber ich musste ein anderes Projekt bauen, deswegen kann ich das jetzt erst machen. Geil! Schweine geil! Jetzt sind wir langsam an dem Punkt angekommen, dass wir uns um das kümmern können, was dieses Teil hier halt eben ausmachen wird. Ja, richtig, richtig gesagt, ja. Holz zu schneiden, irgendwie auf Gärung. Und das machen wir jetzt. Okay. Bastelstunde mit Philipp. Hier diese Teile müssen wir jetzt mit Kreppband als Rahmen zusammenleimen. Ich benutze hier auch keinen normalen Holzleim, sondern PU-Leim, damit er so ein bisschen die Lücken ausschäumt. Wir kommen jetzt zu einem der finalen Schritte, was dieses Teil hier heute ausmachen wird. Und zwar... Ach, das ist doch nur so knapp. Oh, bin ich jedes Mal zu blöd, richtig zu messen. Bevor ich jetzt viel Blabla mache, schneide ich es erst und probiere, ob es geht. Check, das ist ein Test. Der Test hat funktioniert. Alter, geil, Leute. Es geht doch auf. Ich habe ein Stück Holz gefunden, mit dem es funktioniert. Ja, das ist ganz schön cool. Ulala. Ich zeige euch mal, was ich mir da gedacht habe. Achtung. Kurz, das ist wie, wenn man jetzt früh im Holz aufwache. Boah, Katastrophe. Ich werde da mal was holen. Also. Das war der eigentliche Test. Damit hat das Video ja angefangen. Und zwar will ich kein Plexiglas benutzen. Darum geht das alles. Deswegen habe ich das alles hier gemacht. Katastrophe. Damit habe ich es ausprobiert. Das ist ein Stück, aller keine Ahnung, Mahagoni, Sippo ähnlich. Das ist hier alles irgendwie gleich. Auf jeden Fall hat es damit ziemlich gut funktioniert. Da ist halt eben so ein bisschen ich zeige es euch mal. Da scheint das Licht ziemlich gut durch, auch wenn wir weiter weggehen, weil sind wir zu nah, sehen wir die einzelnen Leuchtdioden. Wir müssen also ungefähr 3 cm weggehen, dann sieht das Ganze ziemlich cool aus. Das ist wirklich ein haarscharfes Ding. Das hier ist ungefähr 1 mm, das hier ist ja 0,5 mm. Lässt sich dann übrigens auch echt super geil biegen. Jetzt habe ich hier aus dem Stück, wo ich die Teststreifen gemacht habe, extra eigentlich alles so gebaut, damit es auch nicht zu hoch, nicht zu breit ist. Aber irgendwie habe ich mich jetzt beim Rahmen so ein bisschen vertüttelt. Habe es halt jetzt, wie ihr es auch gesehen habt, mit Sippo ausprobiert. Aber selbst wenn man das Sippo so dünn schneidet, dass es kurz davor ist, in die Luft aufzugehen, da geht es immer noch nicht mit. Das bedeutet, Sippo ist zu dicht. Lässt sich deswegen vielleicht auch so gut drechseln. Aber was habe ich jetzt benutzt? Ich zeige es euch. Lindenholz. Tatsächlich habe ich Lindenholz benutzt. Da sieht man sogar, wenn es hier drin richtig hell in der Werkstatt ist, da sieht man dann sogar noch durch.
Das ist wirklich auch sehr, sehr biegsam. Also ihr seht, das ist eigentlich Furnier, was wir jetzt hier hergestellt haben. Witzigerweise ist da wirklich der Schnitt dicker als das Material, was wir dann rausschneiden. Genau, mit dem Lindenholz funktioniert es jetzt zum Glück. Das heißt, ich werde mir hier 2, 3 Streifen rausschneiden, weil eins wird wahrscheinlich eh kaputt gehen. Und das Schöne ist, das Holz habe ich tatsächlich selbst mit der Motorsäge aufgetrennt. Das heißt, ich weiß, wo der Baum hier gestanden hat, im schöne oder nicht so schöne Völklinge. Oben da, wo früher immer Musik, wo ich mit meinen Eltern Musik mal anschauen war, da hat der Baum gestanden. Da habe ich mir Kreuzweg zugezogen, als ich ihn aufgeladen habe. Komm, egal, ich mache jetzt weiter. Das labere ich jetzt zu viel Scheißdreck. Dieser Rahmen, den wir gerade verleimt haben, der wird natürlich so nicht wirklich halten, weil das ist eine Stirn-auf-Stirnholz-Verbindung und die Verbindung ist auch nicht wirklich groß. Wie kann man das Ganze stabiler machen? Ganz klar mit Holzdübeln. Man könnte auch irgendwie hinten so einen Schlitz reinschneiden, aber solche feinen Teile, die jetzt noch nicht so lange aushärten konnten, eher eine blöde Idee, die auf der Kreissäge zu schneiden. Ihr habt es eben auf der Formatsäge gesehen, wie die Teile so schön durch die ganze Werkstatt fliegen. Also was werden wir stattdessen machen? Die Holzdübel halt eben verwenden. Wie bohren wir das Ganze? Wir fräsen das Ganze an der Langlochbohrmaschine. Also keine Langlochbohrmaschine, sondern eine Bohrmaschine. Wichtig, wenn ihr PU-Leim verwendet und die Bohrlöcher nicht so extrem pressen, das ist in dem Fall auch ganz gut, dann pressen wir die Teile jetzt nicht auseinander, wenn wir da irgendwie Gewalt drauf auswirken müssen. Ihr seht, dass hier Kreppband dran ist. Warum ist das? Relativ simpel. Der PU-Leim dehnt sich hier aus und das hat zur Folge, dass oftmals diese Holzdübel wieder aus dem Bohrloch rausgedrückt werden. Deswegen das Klebeband, damit das halt eben nicht passiert und die Dübel im Bohrloch drin bleiben. Jetzt können wir langsam anfangen, unsere Leuchtsachen festzukleben. Puh, Alter, das ist so eine scheiß Heißklebepistole. Warum habe ich die nicht direkt zurückgeschickt, ey? Mann, Alter, ich rasch gleich aus. So. Jetzt können wir anfangen, unsere LED-Streife da durchzutüdeln. Als nächstes können wir unser selbst hergestelltes Furnier zuschneiden. Ich habe hier ja ein paar mehr Streifen hergeschnitten und dann werde ich halt eben den Streifen nehmen, der etwas dünner ist und gerade hier vorne in dem Bereich ist das Ganze wirklich sehr, sehr dünn. Das kann ich jetzt einfach hier auflegen und kann das oben und unten abschneiden. Einmal und zweimal. So Leute, was kommt jetzt? Jetzt kommt das Finish. Ich werde das Konterholz-Holz-Finish benutzen, weil ich dieses Projekt dann auch direkt nach dem heutigen Tag mit in die Wohnung nehmen will. Ich will das direkt nutzen. Ich will nicht erst noch ein paar Tage warten, bis irgendein Öl eingezogen ist. Deswegen benutze ich, wie gesagt, das Konterholz-Holz-Finish. Das kann man auftragen, wenn man einen Überschuss abgezogen hat. Dann kann man das Ganze schon benutzen. Und ganz, ganz wichtig, weil ich erst vor ein paar Wochen das Negativbeispiel wieder selbst gemerkt habe, wenn er dann ein Hartwachsöl drauf macht, das funktioniert natürlich auch. Ich will das finde ich hier nicht über alles drüber hinweg loben, aber das dünstet halt übel aus. In meinem Büro hat es ein paar Wochen lang echt einfach übelst nach Chemie gegammelt und ich bin morgens so ein bisschen high immer auf die Arbeit dann gefahren. Das nur an dem Punkt, wie gesagt, sichert euch eine Dose Konterholz Holz, finde ich, ist es ideal, wenn ihr ein paar Stunden abends nach der Arbeit in der Werkstatt verbringt. Ihr packt das finde ich drauf, reibt den Überschuss ab. Ihr könnt es für Schneidebretter benutzen, ich habe es extra dafür vom TÜV, ja, das war der TÜV, testen lassen. Deswegen, das ist kein Problem, das geht. Schaut auf der Webseite vorbei. Und jetzt seht ihr, wie das Ganze aussieht, wenn man es aufträgt. Bleibt wie immer bis zum Ende vom Video dran, denn ich werde euch 2 Stellen zeigen, wo der Bau nicht wirklich gut ist. Man wird es aber nur erkennen, wenn man weiß, dass dort im Prinzip ein Fehler ist.
Alles andere ist an und für sich wirklich ziemlich gut geworden heute bei dem Projekt und ich bin echt super happy, wie so die komplette Optik ist. Wir hatten auch heute bei dem Projekt so ein paar Challenges und zwar hier diese ganzen Schrägen. Ich habe das Ganze ja gezeichnet, das ist eine 19 Grad Schräge, hinten ein Falz. Das Ganze musste man in mehreren Gängen schneiden, dann hier die 45 Grad Schräge hier oben. Und ja, mir gefällt die Optik wirklich sehr, sehr gut und ich werde euch gleich noch einen Zusatz zeigen, den ich euch wirklich nur empfehlen kann, wenn ihr so etwas betreiben wollt. Denn mir persönlich gefällt es mittlerweile gar nicht mehr, wenn man irgendwo diese LED-Streifen sieht. Und das Einzige ist, woran man erkennt, dass das eine Lampe ist, hier der Stecker. Aber wenn das Ganze in der Ecke steht, sieht man nicht mal, dass das eine Lampe ist. Darauf haben alle gewartet. Wir werden das Teil jetzt mal anschmeißen. Das Schönste an diesem Projekt ist, dass man das auch schön in der Wohnung platzieren kann, wenn auch die Sonne scheint und man eine Lampe nicht braucht. Denn dann sieht das Ganze wieder aus wie so ein Holzständer, wo man oben vielleicht noch eine Vase oder sowas draufstellen kann. Und man erkennt halt einfach nicht, dass das eine Lampe ist. Das kann man schön in die Ecke stellen. Das Licht scheint dann noch schön hinten in die Ecke oder gegen die Wand oder was auch sonst. Ich werde euch was zeigen, wie wir zu Hause bei uns solche Lampen hier steuern. Ich hole dafür mal was. Wir haben hier diese smarten Steckdosen. Da haben wir zu Hause schon einige Lampen installiert und seitdem wir das haben, so sieht das Ganze aus, das können wir einfach dann vor die Lampe schalten und übrigens, wenn man diese LED-Streifen, wenn man da einfach nur Strom drauf gibt, dann geht es auch direkt an, dass man sie nicht immer mit einer Fernbedienung ein- und ausschalten muss. Wir haben hier einen Knopf, falls die smarte Bedienung irgendwie mal nicht funktioniert. Und wie steuern wir die zu Hause? Ich habe alles mit der Alexa verbunden, dass wir dann im Prinzip sagen können, wenn wir abends heimkommen, Alexa macht das Wohnzimmer an und dann ist einmal im ganzen Wohnzimmer so eine Atmosphärenbeleuchtung von diesen ganzen Lampen, die ich in den letzten Jahren gebaut habe. Und das Ganze kann man auch mit dem Handy steuern und das ist halt auch ganz schön, wenn man dann vielleicht mal im Urlaub ist, dann kann man das Ganze auch zeitlich planen, dass das Ganze morgens eingeschaltet wird und auch ausgeschaltet wird. Hier ein paar Details. Das ist jetzt wirklich schon sehr, sehr nah dran. Also die ganzen Ecken laufen alle schön bündig zusammen. Das Schleifbild ist schön, auch dort, wo das ausgekittet ist, das Ganze sieht wirklich schön aus. Und hier diese komplette Optik vom Holz, das passt soweit, also bin ich echt zufrieden. Was falsch ist, ist tatsächlich da oben die Schraube und dann noch da unten die Schraube, denn wenn ihr genau hingeschaut habt, seht ihr, dass hinten gar kein Stück ist, wo man das Ganze hätte reinschrauben können. Deswegen ist das nur eine Blindschraube und die ist jetzt auch im Prinzip nur so kurz, sieht vielleicht ganz schön aus, ist jetzt nicht unbedingt notwendig gewesen. Man kann es als optisches Gimmick dann halt vielleicht so verkaufen. Dann eine Sache beim Eindrehen der oberen Schraube, deswegen habe ich jetzt auch solche kurzen Blindschrauben verwendet, ist das von hier oben etwas gerissen. Man erkennt es aber tatsächlich gar nicht, auch wenn das Licht scheint, man sieht es nicht, deswegen habe ich es jetzt erstmal so gelassen. Wenn das kaputt geht, kann ich es austauschen. In diesem Sinne, tschüss.